Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 5. So, wir sammeln hier ein paar weitere Schnipsel. Wir haben jetzt den 20. aufgesammelt. Und es sollen jetzt noch 16 weitere folgen. So, wo wollen wir denn hin eigentlich? So, wir sind hier übrigens in der Nähe von diesem. Da drüben sieht man es, glaube ich, sogar. Dieses Unterwasserhöhlchen da. Dieses Wasserhöhlchen. Da war ja auch noch eins. Und wir fliegen jetzt schnurstracks. Wo fliegen wir denn hin? Hier mal an den ganzen Windpark. Über den Windpark. Über den Windpark. Ja, über den Windpark am Knast vorbei. Zu einem. Zu einer Baustelle. Einem komischen, relativ großen Baugelände. Was auch immer da gemacht wird. Was da gebaut wird, keine Ahnung. Scheint aber schon irgendwie was Größeres zu sein. Das sehen wir schon. Und da ist auf jeden Fall in diesem einen runden Objekt, was auch immer da gebaut wird. Ich weiß es nicht. Wisst ihr es vielleicht? Sagt es mir. Was wird hier gebaut? So, wollen wir doch mal gucken. Ja, möglichst gucken, dass die Rotorblätter nicht irgendwo dran schleifen. Ja, also irgendwas zu industriellen Zwecken wird hier gebaut. Das sieht mir fast aus wie so ein, keine Ahnung, Gasometer oder sowas. Ich weiß es nicht, oder. Ah! Oh, fuck! Ich dachte eben schon. Eben ist mir das Herz stehen geblieben. So, ich glaube, ich markiere mir mal lieber. Es war hier irgendwo. Da hatten wir auch ein, was war das, ein Dings. Ein Raumschiffteil war da ja auch irgendwo. Da in der Nähe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Stelle war. Ich glaube, das war woanders. Irgendwo hatten wir ja mal auch, oder war das hier? Irgendwo hatte man neben dem Raumschiff. Ich glaube doch, das dürfte das hier gewesen sein. Wo wir den Briefschnipsel da gesehen haben. Wo ich aber gesagt habe, ich sammle ihn nicht ein, sonst komme ich da am Ende durcheinander. Aber ich nur bei dem anderen habe ich das ausnahmsweise anders gehandhabt. Weil. Es ist ungefähr hier. Da habe ich das anders gehandhabt, weil ich mir dachte, diese Location da unten drunter, die muss man jetzt nicht unbedingt nochmal aufsuchen müssen. Nur wegen diesem einen Briefschnipsel, den wir da schon aufsammeln können. Von daher nicht so weiter tragisch, finde ich. Also zumindest könnte ich mir den merken, dass ich den da bereits geholt habe. So, wo haben wir den nächsten? Ich glaube, wir müssen noch weiter runter. Hier, glaube. War das hier? Ja, da vorne. Dann landen wir hier mal ganz frisch auf dem Weg. Ach, dieses immer an- und ausmachen, das ist ja schon auch ein bisschen blöd eigentlich. Also hier irgendwie so ein verlassener ja, Schacht, Bergwerk. Irgendwas ist hier wohl mal abgebaut worden. Und wie das hier funktioniert haben soll, weiß ich auch nicht. Hier sind sonst keine weiteren Anlagen, ne? Oder auch keine Reste von etwaigen Anlagen. Das muss hier alles von Fahrzeugen abgeholt worden sein. Immer. So, wo sind wir denn? Hier. Markieren wir uns mal gerade hier. Das muss da ungefähr sein. Nochmal kurz gucken, ja. Wenn jetzt hier ein bisschen kreuz und quer durch die Landschaft fliegen, habe mir da so eine Route ausgedacht. Einen Teil habe ich mir überlegt, hole ich mir vorsichtshalber mal noch nicht. Da muss ich schon mal gucken, wie ich es mache. Weil ich eventuell dann nicht mal rauskomme und wenn das dann so ist. Ja, gut. Ne?
Dann würde ich sagen, wäre das besser, wenn ich das zuletzt einsammle. Gut, hier sind wir in diesem Bootshaus oder was auch immer das ist. Ich denke mal, da würden irgendwie Kanus verdienen oder sowas. Aber unsere Seite ist da vorne an diesem Wanderschild. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt bei diesem Teil, das ich mir jetzt heute als letztes einsammeln werde. Wie lange das wohl dauert. Ob ich da wohl wieder rauskomme aus dem Loch, wo das drinnen ist oder nicht. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wir kommen hier hin. Gut, jetzt weiß ich auch wieder, was da ist. Ist eine kleine, ja, Ausflugsraststation. So ein Kiosk und Bänke, ich glaube Fernlaser gibt es da auch. Und ja, so ein Ball, den man, glaube ich, sogar runterschießen kann von diesem Ding. Wenn wir gleich mal gucken. Also diese Ballkugeldingens, was da auf diesem Rastteil drauf ist. Da, genau. Ich glaube, das kann man runterschießen. Ich glaube, das probiere ich jetzt gleich mal, aber vorher sammle ich noch das Teil ein. Das hier auch direkt daneben liegt. Ja, wieder neben dem Wanderschild. Und hat's hier Ferngläser? Bis jetzt sehe ich keine. Ja, gut. Passt schon. So, wir haben hier das MG ausgerüstet. Ha, wusste doch, dass man den runterschießen kann. Und da rollt er. Da rollt, dann rollt er mal. Während der rollt, markiere ich mir mal. Nächste Stelle brauche ich mir eigentlich gar nicht markieren, aber beziehungsweise ich markiere mir mal die übernächste. Überübernächste, keine Ahnung. Ach, da ist er. Also eben dachte ich mir, wo ist er dann hin? Der Ball. Na gut, lassen wir den da kugeln. Wir fliegen nicht zur Markierung, sondern zum See. Zu diesem kleinen künstlichen See da. Auch so ein bisschen gestaut. Und in einem der Gärten und diesen Villen ist auf jeden Fall auch noch ein Schnipsel. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, nett, dass ich wieder welche übersehe und die dann großen Stile noch holen muss. Wo landen wir dann da am besten? Hier neben diesem Pool. Ich glaube, hier dürften wir ganz gut runterkommen können. Komm, 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 noch ein bisschen nach links. Perfekt. Dann rennen wir mal kurz in dieses Gebäude rein. Garage, keine Ahnung. Ach, guck mal, Tischtennisplatte. Und Gewichte, also ist eher so eine Art Trainingsraum. Mit Couch und allem. Ja, ganz cool. Die vielleicht hätte ich auch gern. Ach, wenn man sich ein GTA Online so eine Villa kaufen könnte, das wäre irgendwie cool. Ach so, ja. Mh. Ich habe ja schon was markiert. Aber bevor wir zu der Markierung kommen, müssen wir jetzt erst nochmal woanders hin, nämlich da oben zu dem Sign, dem Weinwood-Sign. Ich bin schon mal gespannt, wo und wie ich da, wo ich da landen kann. Also das Teil liegt oben auf dem I und ja, ich werde diesmal nicht den Fehler machen und versuchen auf dem Ding zu landen, so wie ich das da bei dem letzten Raumschiff-Teil gemacht habe. Dann nur um festzustellen, dass man da ordentlich runter, hoch und runter hätte können. Ich hoffe, ich krieg das Ding wieder hoch. Könnte natürlich auch sagen, ich hoffe, ich krieg ihn wieder hoch, aber das würde sich ein bisschen komisch anhören. Wobei ich mit ihm natürlich den Helikopter meine. Gut, ich denke mal, runter kommen wir wieder, kommen wir schneller als hoch. Dann können wir das Runterrutschen benutzen. So. Teil eingesammelt. Und jetzt ganz vorsichtig hier an die Leiter ranlaufen. Ich will da nicht runterfallen.
Zack. Sehr gut. So. Nein, nicht wieder dran gehen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den Helikopter da wieder in die Luft kriegen. Hat er da irgendwo hat er angeeckt mit seinen Rotorblättern? Okay, passiert gerade nichts. Das ist sehr gut. Da sind wir erstmal komplett so. Zack. So, dann geht's jetzt in Richtung Markierung. Wunderbar. Gut, ich glaube, wir sehen, liegen auch gut im Zeitplan. Ich will den Part jetzt hier nicht so lange werden lassen wie den letzten. Da war es ja ein bisschen blöd gelaufen. Mit dem Helikopter. So. Einen haben wir noch vor der Markierung. Und zwar hier auf der Tribüne von der Rennbahn. Macht sich jetzt nur, wo lande ich? Naja, gut, ich würde mal sagen, hier auf dem, auf der Bahn, ne? Das ist wie so eine Aschebahn. Oh je. Sag mir bloß, du willst da nicht mehr wieder zurückklettern. Ja, scheiße. Hätte ich vielleicht doch besser hier drinnen gelandet. Na gut, das kriege ich mal hin, dass wir da wieder zurückkommen. Hier irgendwo muss dieses Teil liegen. Ah, da vorne ist es. Sehr gut. Ich habe übrigens die Waffen weggesteckt, weil das ein Wachmann ist. Nicht, dass der irgendwie Angst kriegt und auf uns schießt. So, jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, wieder darüber zu kommen. Aua. Wo ist denn da mal eine Öffnung, die wir probieren könnten? Es wäre nämlich jetzt echt blöd, wenn ich da erst einmal hinkomme. Ach du Scheiße. Gut, ich hätte woanders landen sollen. Das kostet jetzt ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, da vorne ist eine Öffnung auf die Bahn. Ja, da ist eine Öffnung. Gut, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen die Lunge trainieren, ne? Ausdauer. Lauf, Franklin, lauf! Die anderen beiden Chaoten lassen es ja irgendwie gerade gut gehen mit dieser Patricia von Martin. Den haben sie sich irgendwie, die haben sie sich ja gekrallt und haben sich abgesetzt, keine Ahnung wohin. Irgendwo auf dem Land haben sie sich ein Versteck gesucht. Keine Ahnung, irgendwie so. Was in der Art, ne? So, dann fliegen wir mal dahin. Bin ich mal gespannt, da habe ich jetzt auch noch keinen Plan, wo ich lande. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob der Heli da reinpasst. Wäre eigentlich ganz cool. Ah, doch, der passt dahin. Wunderprächtig. Hohoho, das war dezent gefährlich, aber ich glaube, da hat er jetzt keine. Da war nicht genug Platz, um da noch dran zu donnern. So. Das nächste, bitte, ich glaube, hier. Ja. YOLO. Haha. Oh. Unter der Brücke durch. 9 von 50. Alter, 10 von 50. Hoho. Cool, wann habe ich denn da mal schon was gemacht? Unter der Brücke durch. Ja, gut. Wann habe ich da schon mal was gemacht, frage ich mich. Ja, ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass ich in GTA Online da mal so ein bisschen was gemacht habe in der Richtung. Wo waren das? Irgendwo, also nicht auf dem Schild hier. Ah, da in diesem komischen Dings, da wo man da die Skater immer rum skaten. Genau in der Mitte.
So, das nächste muss ich erstmal auslassen. Dann kommt. Wo waren das? Hier. Muss ich mir nur noch einen Platz zum Landen suchen. Das war da nämlich, glaube ich, ein wenig problematisch. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einem. Ja, zu einem Gebiet, wo wir eventuell wieder Sterne kriegen. Nämlich hier dieses Filmdingens. Weiß noch nicht genau. So, aber jetzt erstmal. Vielleicht ändere ich auch die Reihenfolge noch ein bisschen. So, ich würde mal fast sagen, da unten auf diesem Parkplatz ist eigentlich am besten der meiste Platz zum Landen. Gut, und dann gehen wir halt hier die Treppe rauf. Bisschen Sport muss sein. Und hier, irgendwo bei dem Grill. Ja, hier, auf dem Grill. Genau. Wie die Leute, die da grillen, das dahin haben fallen lassen oder hin getan haben. Keine Ahnung. Ach, ich glaube, ich mache jetzt hier gerade echt ein bisschen abweichendes Programm. Ich lasse die Filmstudios jetzt einfach mal aus und fliege jetzt erstmal direkt zum, nein, nicht zum Golfplatz, zum Friedhof. Da drüben, genau. Lasse ich die Filmstudios jetzt mal kurz aus, über den Golfplatz rüber zu dem Friedhof auf der Insel, auf der Friedhofinsel da in diesem Teich. Da ist auch wieder ein Teil. Dann haben wir noch eins am Museum und eins da irgendwie da am Strand unten da drüben. In diesem, keine Ahnung, Tomasch oder wie auch immer das, Gemäsch, wie auch immer dieses Kaff heißt. Recht langgezogenes Stranddorf. Mit einem Haufen Strandhäusern und Strand und allem. Und ja, laut der Karte ist es verbunden mit dem Strand von Del Perro. Wenn das da richtig auf der Karte steht. Egal. Ich fliege jetzt erstmal zum Museum. Also das ist ein bisschen blöd. Da muss ich mir jetzt erstmal noch eine Stelle zum Landen suchen und dann gucken, wie ich zu dem Teil komme. Das ist nämlich in diesem komischen Biergarten drin. So, ich müsste es eigentlich sehen von hier aus. Die Frage, gut, da ist es. Die Frage ist nur, wo bringen wir den Heli runter? Dann kann ich ja leider nicht in diesen Dings da drin landen. Okay, ich habe einen Platz. Hier. So, ich habe mir nur leider ja, nicht gemerkt. Okay, hat da jemand ein Auto aufgebrochen? Mir nur leider nicht gemerkt, wo ich hier langlaufen muss. In dem Irrgarten. Irrgarten sind irgendwie doof. Ja, Gärten sind doof. Okay. Gehen wir hier lang. Und da lang. Und. Ach du Scheiße. Ja, Moment mal, hier vielleicht? Oh ja, ich glaube, hier sind wir noch ein bisschen unterwegs. Oh, ich glaube, so kompliziert ist der hier gar nicht, aber. Laufen mich halt fei trotzdem. Ach, du meine Güte, Mann. Ich muss da in irgendein. Irgendwo sind. Bin gerade Leute von den Bullen verfolgt. Ah.
Gut, wir haben es so. Jetzt möglichst schnell aus dem Ding raus, egal wo. Ich rauskomme, Hauptsache ich komme raus. Okay, ich glaube, ich komme auf der anderen Seite raus. Oder gar nicht. Moment. Hier vielleicht? Ach du Scheiße, gut. Probieren wir es halt doch mal damit wieder zurückzufinden. Hier geht's nicht. Ach, oh meine Güte. Come on, wie lange irre ich jetzt in diesem Garten rum? Ach, das ist auch eine Sackgasse. Meine Güte. Probier's mal hier lang. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Aber ich glaube, da ist der Ausgang, jawohl. Puh. Gut, gut. So, dann fehlen noch drei insgesamt, die ich mir gerade noch holen wollte. Aber ich glaube, das geht schnell. Ah, gut, ich glaube, ich fliege doch lieber vorwärts. Da zu diesem Strand-Dings, der Strandpromenade hier. Ist auch ein Tennisplatz oder sowas. Das sieht nach Tennis aus. Und ah, hier an diesem Pool, genau. Ich lande mal nicht im Pool, sondern vorm Pool. Oh, ein Bällchen. Gut. Da haben wir das. Zack. Wo ist denn hier der Barkeeper? Ich hätte gern einen Drink. 34 von 50. Gut, wenn wir dann jetzt noch die nächsten zwei kriegen, dann wären es nur noch 14, die übrig sind. Ich markiere mir mal hier diese Filmfabrik da drüben. Sind ja auf jeden Fall Filmschulden. Ich weiß jetzt nicht, ob die zu dem können, wo wir da mal auch vorbeigeschneit sind, wo wir ja auch schon eine Mission für gemacht haben. Ich glaube, da kommen auch noch ein paar. Dieser Solomon, glaube ich, heißt der. Weiß nicht, ob das derselbe Stil ist und ob das da dazugehört. Aber könnte durchaus sein. Ich weiß auch nicht genau, wie es ist, ob man zu Fuß da eigentlich rein darf. Oder ob das zu Fuß auch verboten ist. Könnte ja sein. Muss nicht, wohlgemerkt. Aber könnte sein. So, hier müssen wir als erstes mal noch einen gescheiten Landeplatz suchen. Zwar lande ich jetzt einfach auf diesem Dach hier. Lalalalalala. Attention aircraft, this airspace is prohibited. Reverse course now. Das war mir klar. So. Erstmal runterrutschen. Und hier hoch. Oh lala. So, her damit. Hier hoch. Hier hoch. Und hier wieder hoch. So, komm. Schnell weg hier. Bevor die Cops hier hochkommen. Wenn überhaupt sie da hochkommen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, irgendwann kriege ich hier Stress, wenn ich da bleibe. So, markieren wir uns mal noch schnell das letzte für heute. Und dann werden wir eh sehen, was wir weitermachen. So, die Sterne dürften wir auf dem Weg verlieren. Die sehen mich ja jetzt schon nicht mehr. Ja doch, das ist hier. Da haben wir diesen Typen getroffen, in diesem großen Haus. An diesem großen Haus. Ja gut, dann gehört das wohl irgendwie dazu. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch ein weiteres Filmstudio gibt. Weitere Filmstudios. Oder nur dieses eine. Ach, da haben die Cops schon aufgehört zu suchen. Sehr gut. So. Wir müssen jetzt hier... Lalalala, dahin. Irgendwie, glaube ich. Ja, genau. Hier. Da bin ich mal gespannt. Also erstmal landen wir den Heli hier.
Und anschließend fliegen wir halt hier rein. Die Frage ist nur, ach doch, man kommt wieder raus. Locker, easy. Dann passt es. Gut, dann haben wir jetzt 36 von 50 Briefschnipsel. Dann werden wir nächstens die letzten 14 auch mal noch sammeln. Und ja, dieses Kapitel auch abschließen. Und ja, als nächstes würde ich sagen, könnte man mal auch wieder Story-Missionen angehen. Wobei, ich glaube, ich werde jetzt als erstes mal den Franklin hinter zu diesem Geländerennen fliegen, das hier gerade noch frei ist. Und das mal noch absolvieren, dann fehlt, glaube ich, nur noch eins. Und dieses eine Rennen, das hätte ich auch gern, aber was ich alles gerne machen würde. Ich wollte auch mal golfen gehen, aber das wollte ich mit Michael machen, der ist ja jetzt gerade nicht verfügbar. Da müssen wir mal sehen, wie wir es machen. Okay, ich würde sagen, das war's für den Part und im nächsten geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.